Ja, Leute, was geht? Heute reagieren wir seit langer Zeit wieder auf ein neues Video von Kuchen TV. Das Video hat mich angesprochen und zwar geht es um, muss man nochmal den Titel durchlesen, wie Musikvideos die Trends kaputt machen und wie sinnlos die Trends sind. Kuchen Talks. Klingt auf jeden Fall vielversprechend. Wir hören uns das auf jeden Fall mal an und vielleicht kann ich auch meine Meinung bei der einen oder anderen Stelle kundgeben. Und an der Stelle noch 3 Tage, meine Damen und Herren, dann sind wir endlich entsperrt. Wallah, ich hab euch vermisst. Habt ihr mich auch vermisst, dann eins in den Chat. Chat, eins in den Chat. Wo seid ihr? Ja, da war ja was. Wallah, mir geht's nicht gut. Okay, los geht's! Okay, kauft alle seine Klamotten. Jo, Freunde der Reichweite, YouTube ist schon lange keine wirklich faire Plattform mehr. Während hier immer mehr große Firmen wie DAZN, Sky oder RTL sich ausbreiten wie sonst was, die Trends einnehmen mit ihren Millionenbudgets, Tausenden von Mitarbeitern und Lizenzen, die man als normaler YouTuber gar nicht mehr bekommt, hat man hier als kleiner Creator eigentlich immer weniger Chancen. Das ist so, als ob du gegen den Typen hier kämpfen musst und alles, was du hast, ist eine Fortnite-Nerfgun. Ich bin mir halt nicht sicher, ob ich direkt einhaken soll, weil ich versuche mich auch ein bisschen zu verändern, was so Reaktionen angeht. Soll ich die Leute erstmal aussprechen lassen, weil wenn ich jetzt drei Minuten lang eine Rede halte, warum das so ist, am Ende wird es auch begründen und dann hört euch ganze Zeit die doppelte Meinung an. Deswegen, wir hören mal ein bisschen rein, was er sagen wird und ja, ich gebe ihm auch recht. Normal, Fernseher stirbt aus, Bruder. Das war nur eine Frage der Zeit, wenn es Amazon gibt, wenn es Netflix geht. Normal, Bruder, warum soll ich Fernseher gucken und Werbung angucken, wenn ich direkt alles sofort per Knopfdruck gucken kann? Hier nebenbei, ich habe WhatsApp-Date, sag ich schon. Kennt ihr eigentlich noch WhatsApp-Date, die Serie? Kann ich jedem empfehlen. Aber ich meinte Two and a Half Men. Das habe ich damals als Kind durchgesuchtet, Bruder. Mit 16, 17 auf Kabel 1 immer gewartet. Jetzt, Bruder, wenn ich langweile habe, ich mache Amazon Prime an, ich guck's mir an. Und das haben ja auch die Fernsehsender gesehen. Wenn sie dort aussterben, müssen sie auf YouTube kommen. Aber dass sie in den Trends landen, triggert mich auch. Aber dazu später mehr. Guck mal, was Kuchen sagt. Ich besitze sowas. An sich könnte man mich jetzt natürlich flamen und sagen, der Kuchen, der beschwert sich nur darüber, weil der da weniger Reichweite bekommt. Allerdings ist genau das Gegenteil der Fall. Ich bin eigentlich sogar ziemlich glücklich darüber, dass solche Firmen hier auf dieser Plattform vertreten sind. Denn dadurch wächst natürlich auch YouTube und es kommen mehr neue Nutzer auf diese Seite. Und ich habe gerne... Also, wie gesagt, das finde ich nicht. Denn die Leute gucken sich halt deren Stuff an. So. Und ich denke, die Leute, die auch schon vorher Fernsehen geguckt haben, dass die auch schon wussten, was YouTube ist. So, eine alte Gisela wird jetzt nicht auf YouTube schreiben, ah, Galileo hier, da. Hanni, wir kannten schon vorher auch schon alle den Galileo-Kanal. Weißt du, ich meine, diese Leute, die dann halt die Fernsehsachen gucken, werden ja nicht unsere Sachen gucken. Das wird dir niemals vorgeschlagen, Bruder. Außer du hast auch so einen Titel wie Galileo, um den Algorithmus zu triggern. Aber sonst, Bruder, finde ich nicht, dass es was bringt, wenn die Leute von Fernsehen rüber hierhin kommen. Gerne Leute meiner Community, von denen RTL selber denkt, dass sie zu doof sind, um RTL Now zu schreiben, weswegen man auch auf die Seite RTL Now mit NAU kommt. Und an sich ist es ja auch nicht so, dass man hier als Creator jetzt irgendwie gar keine Chance mehr hat. Ich meine, ich bin ja auch relativ groß geworden. Aber es gibt eine Seite auf dieser Plattform, die ich wirklich absolut unfair finde. Und darüber wollte ich in diesem Video einmal sprechen. Könnt ihr schon erraten, was ich meine? Weil es steht ja auch überhaupt nicht im Titel. Richtig, meine Freunde. Heute geht es um die YouTube-Trends. Eine Seite im YouTube... Oh! Wen haben wir denn da, Digga? Der seriöse Geschäftsmann mit Süleyman Kotsch, Digga! Beste Steigeinfolge ever! Was für ein Zufall auch, ne? Dass er genau dann das Video macht, wo ich auch in den Trends angezeigt werde. Sehr sexuell erregend. Universum, wo eigentlich... Props an Dasher an euch, dass ihr die Folge so krass gefeiert habt. Das war eine verschollene Folge, die aus der Hölle gekommen ist. Und ja, seine 200.000 Aufrufe mitgenommen hat. Dankeschön für euren Support. Eigentlich von Platz 1 zu 50 die Videos aufgelistet werden sollen, die in Deutschland momentan am meisten abgehen und übelst antrenden sind. Mhm. Und obwohl ich den Algorithmus nicht zu 100% verstehe, beziehungsweise man weiß auch eigentlich gar nicht so richtig, wie der funktioniert, aber... Also ich kann schon sagen, dass ich weiß, wie der Algorithmus funktioniert. So, vielleicht machen wir das am Ende des Videos. Wir gucken erstmal weiter, was Kuchen sagt und vielleicht kann ich dann noch zum Abschluss meinen Senf dazu geben. So. Selbst nach einer 5-minütigen Recherche auf der Seite merkt halt jeder Laie, dass da halt offensichtlich irgendwas nicht so wirklich funktioniert, beziehungsweise das Ganze einfach keinen Sinn macht. Das erste, was halt einfach maximal unfair ist, ist die Tatsache, dass da wirklich jedes Video auftauchen kann. Also egal, ob das jetzt ein kleiner Creator ist, irgendein Musikvideo oder halt eine Riesenfirma. Natürlich ist das Ganze erstmal grundsätzlich sinnvoll und auch fair, aber wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, dann merkt man, dass wir in einer Scheindemokratie leben, denn ich sehe hier niemanden meine Werte repräsentieren. Außerdem ist die Trendseite, wenn man dann auch ein bisschen drüber nachdenkt, doppelt unfair. Okay. Die erste Frage, die ich mir halt überhaupt stelle, ist, warum Musikvideos überhaupt auf der normalen Trendseite angezeigt werden. Denn Musikvideos haben im Gegensatz zu ganz normalen YouTube-Videos, die einfach nur unterhalten sollen, einfach sehr, sehr viele Vorteile. Deswegen werden wir auch gleich einfach mal ein ganz normales YouTube-Video mit einem Musikvideo vergleichen und einfach mal so schauen, wo da eigentlich die Unterschiede sind. Aber vorher, wie funktionieren die Trends eigentlich genau? Naja, also was das angeht, ich muss kurz unterbrechen, gebe ich Ihnen recht. Ich finde es auch nicht fair, dass die Musikvideos von den Rappern in den Trends landen. Weil, Bro, normalerweise war YouTube so eine Plattform, es ist wie es ist, Bro,
Broadcast Yourself. Okay, Musik ist ja auch irgendwo Broadcast Yourself. Aber Bro, seitdem jeder Rapper gefühlt Donnerstag seine Videos hochlädt oder freitags, kommen die einfach nicht mehr aus den Trends raus. Wie funktioniert der Algorithmus? Der Algorithmus funktioniert so, dass nach der Watchtime gerechnet wird. Die Watchtime, wie oft wird kommentiert, wie oft wird geliked. Wobei ich sagen muss, Likes und Kommentare spielen jetzt nicht so eine krasse Rolle. Natürlich auch, wenn sie in einer kurzen Zeit schnell gekommen sind. So. Aber am Ende des Tages entscheidet die Watchtime. Und das dann von dem Kanal selbst. Wisst ihr, wie ich meine? Das heißt, auf meinem Hauptkanal ist es sehr schwer, in die Trends zu kommen. Ich gebe euch ein einfaches Beispiel. Meine Watt-Spacken-Folgen damals hatten alle 300.000 Aufrufe über das Wochenende. Beispiel. So, aber weil diese Videos halt immer 300.000 Aufrufe gemacht haben, kommen sie nicht in die Trends, weil YouTube sich denkt, okay, ich muss mich ja auch irgendwo übertreffen. Hanne, wenn ein Video 8 Minuten geht, 300.000 Aufrufe macht, ist die Wahrscheinlichkeit so niedrig, in die Trends zu kommen, weil es schon mal mit dieser Zahl in den Trends war. Deswegen kommt ein Video dann in die Trends, was vielleicht später online kam oder mal zu einem anderen Tag und die Watchtime auch länger ist. Es ist ein Unterschied, wenn du ein 8-minütiges Video hochlädst oder ein 30-minütiges Video, wie zum Beispiel eine Steigeinfolge. Auch meine anderen Steigeinfolgen kamen nicht in die Trends, soweit ich weiß. Dafür haben sie aber dennoch sehr viele Aufrufe bekommen, weil die YouTuber auch alle Hype hatten, mit denen ich gedreht habe. Aber ihr merkt es selber, wenn du dir Tage aussuchst oder was hochlädst, wo andere nicht hochladen und du deinen Kanal selber übertrumpfst, dann kommst du in die Trends. Und das Problem bei den Rappern ist, viele von diesen Leuten kaufen Aufrufe, sehr viele. Und das Gute bei den Kaufaufrufen sind, ich mach mich mal groß an der Stelle, Bro, die Musikvideos sind sehr kurz, okay? Und wenn du Klicks kaufst, die Bots gucken sich das dann so für 30 bis 40 Sekunden an. Das macht die Watchtime von dem Musikvideo aber nicht kaputt, weil die meisten Musikvideos nur 2 Minuten gehen. Sondern bist du immer noch knapp bei 50% oder bei 5, lass 45 sein. Das ist aber bei den anderen Videos nicht so, bei normalen Videos. Wenn jemand zum Beispiel anfängt, Klicks zu kaufen, der 100.000 Aufrufe hat und dann geht ja die Watchtime runter, wenn die Leute oder die Bots nur 30% angucken. Wisst ihr, was ich meine? Und deswegen kommen die Videos auch nicht in die Trends. Aber jetzt checkt ihr auch, warum die Rapper-Videos so lange in den Trends bleiben. Weil sie alle, nicht alle, aber viele halt Klicks kaufen. So, also ihr müsst mir glauben, ihr müsst nicht glauben, aber ihr wisst ja, mit wem ich alles gut bin in der Szene. Der sagt es dem, der sagt es dem, der sagt es dem. Bruder, ihr könnt alle googeln, wie man Klicks kauft. Probiert es einfach selbst, dann werdet ihr schon selber merken. Und das triggert, Bruder, weil diese Rapper dann von den guten YouTubern, ich selber sehe mich jetzt nicht als guten YouTuber, so, das kann ja jeder für sich selber entscheiden, die Plätze wegnehmen, Bro. Deswegen war ich stolz, dass ein Video von mir von Sonntag in die Trends kam, aber halt in den vorderen Plätzen sind halt Musikvideos, ne? So. Es nervt, Bruder. Es nervt. Vor allem, wenn die Leute sich da reinkaufen, Bro. Es nervt einfach. Ich würde sagen, ich finde es besser, wenn Musik seine eigene Trendseite bekommt und nicht auf der Startseite ist, weil YouTube ist Broadcast Yourself. Broadcast Yourself, Bro. So. Und das ist für mich keine Musik. Musik kann man sich anhören auf Spotify, überall, aber macht doch genauso wie Gaming eine Kategorie für Musik, wo die Leute dann oder die Rapper Musik hochladen und dass die Leute nur auf Trends Musik drücken müssen und fertig. Aber die Haupttrendseite bitte wie der YouTube-Videos, Bro. Das ist nicht fair, Mann. Meine Meinung, ihr könnt auch sagen, dass ich heule oder einen Kuchen heult, aber so sehe ich das als YouTuber. Merkt ihr was, Chat? Wenn ihr nicht da seid, rede ich sehr flüssig. Ich vermisse euch ohne Witz. Wie gesagt, kann man das zu 100% nicht sagen, aber was man weiß ist, dass YouTube Statistiken und hohe Zahlen einfach lieben. Aus diesem Grund zählt zum Beispiel... Ah, Moment, jetzt muss ich nochmal kurz unterbrechen. Und deswegen kommen auch Newcomer-Kanäle, die zum Beispiel neu erstellt werden, schneller in die Trends, wenn sie halt 30.000, 40.000 Aufrufe haben, weil das für deren Kanäle eigentlich nicht so... weil YouTube sich denkt, das ist ein neuer Kanal, er hat viele Aufrufe gemacht, Trends. Da fällt mir sofort ABK ein. ABK hat Hype auf Hauptkanal, nicht jedes Video kommt in die Trends, er hat einen neuen Kanal erstellt, wo die alle draufgeklickt haben, Trends Platz 1, mit einer hohen Interaktion, weil der Kanal neu war. So, und dann muss man sich immer wieder übertrumpfen, dass man in die Trends kommt, so. Es ist, wie es ist, es gibt Kanäle, die sind öfter in den Trends als andere, aber ja, fair ist es meiner Meinung nach nicht, weil es ist halt schwer, sich immer wieder zu übertrumpfen, weißt du, ich meine? Und dann sieht man so Billo-Videos in den Trends, nervt auch, Bruder. Er spielt die Watchtime sehr, sehr doll damit rein. Das ist der prozentuale Wert, wie lange dein Video gesehen worden ist. Das meinte ich, hätte ich mal meine Frage, aber egal, komm, Kuchen soll es sich auch mal sein. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein 10-Minuten-Video hochlade, aber die Leute gucken das im Durchschnitt nur 2 Minuten, ist es halt nicht wirklich so gut. Wenn ich aber in einem 10-Minuten-Video eine durchschnittliche Watchtime von 6, 7, 8 Minuten habe, dann ist das halt ziemlich gut. Und dann sieht YouTube natürlich auch, sehr viele Leute interessieren sich anscheinend dafür, denn sie bleiben länger auf diesem Video. Ja. Dazu natürlich noch die öffentlich einsehbaren Sachen, wie zum Beispiel Bewertungen und Kommentare. Da sieht YouTube ebenfalls, ob sich halt viel mit dem Video beschäftigt wird, ob da halt viele Interaktionen sind. Und auch das spielt da halt mit rein, ob ein Video weiter oben in den Trends angezeigt wird oder halt gar nicht. Und jetzt vergleichen wir ein Musikvideo mal mit einem normalen Video. Die Watchtime eines Songs ist natürlich deutlich höher, da das Video einfach viel, viel kürzer... Soll ich jetzt cutten oder nicht, Alter? Ich weiß nicht. ...ist und man Musik, selbst wenn man den Song nicht so unfassbar geil findet, oftmals trotzdem zu Ende hört. Ich meine, das sind dann eh nur 2 oder 3 Minuten. Stimmt. Beziehungsweise gibt es ja auch viele Leute, die sich die Songs dann halt mehrfach anhören. Außerdem gibt es auch Menschen, die YouTube-Musik beim Zocken anmachen und so kann der Song auch automatisch nochmal gepusht werden. Mhm. Dann ist der Hype um einen Song natürlich viel, viel größer. Ich meine, ein Künstler bringt ja nicht wie ich 4 Videos in der Woche, stimmt, sondern vielleicht ein Track alle 1 bis 2 Monate. Die Leute freuen sich da einfach viel mehr. Ich hoffe, er sagt noch, um viele kaufen Klicks.
Nicht alle, aber viele. Mehr drauf und daher gibt es auch deutlich mehr Interaktionen. Dazu ist natürlich auch die Qualität viel höher. Ich meine, Mero gibt für ein Musikvideo bestimmt ein paar tausend Euro aus. Ein paar 10.000 Euro, Bro. Ein paar tausend Euro nicht. Also so Newcomer, so kleine Dings, die geben nicht 1.000, 2.000 Euro aus. Also da bewegen sich schon welche einen Wert von 10, 20, 30 Mille. Das weiß er vielleicht nicht, aber ja, ist so. Das kann ich mir bei meinen YouTube-Einnahmen jetzt nicht viermal in der Woche leisten. Ja, normale Rapper kann sich das eigentlich auch nicht leisten, Bro. Die kriegen meistens Vorschuss und sollen daraus halt ihr Ding machen. Viele sparen halt, benutzen den Vorschuss nicht für Musikvideos, aber die, die es machen, die kriegen von mir Respekt, Bruder, weil die halt ihr Geld für ihre Arbeit benutzen, weißt du? Ja. Dazu ist Musik natürlich auch massentauglicher als normale Videos. Ich will euch ein einfaches Beispiel geben. Zum Beispiel Fanat schneidet auch für sehr viele YouTuber, für manche Rapper Musikvideos und macht die Produktion und so weiter. Und er erzählt mir immer seine Vision. Und für diese Vision braucht er halt die Gage von 30.000, weil dann eine Animation so viel kostet oder mal sowas so viel kostet. Und dann die Rapper, obwohl sie Millionäre sind, drücken den Vorschuss runter oder ihre Managements. Und dann wird das Video auch nicht so geil. Wisst ihr, was ich meine? Es macht einen Unterschied, wie wenn du 10 oder 20 ausgibst. So. Und ich würde als Rapper, Bruder, mein ganzes Geld reinstecken, damit die Leute was Geiles zu gucken haben. So halt. Challenges oder meines Blogs feiert halt nicht jeder, aber grundsätzlich Musik, das hört halt jeder Mensch, zumindest jeder, der halt kein Psychopath ist. Und man darf nicht vergessen, einige Künstler kaufen Likes, Aufrufe und Kommentare. Yep, einmal yep. Alle paar Monate mit dadurch steigenden Spotify-Einnahmen und Chartplatzierungen kann man das natürlich machen. Würde sich jetzt eher weniger lohnen, wenn ich da viermal die Woche Tausende von Euros reinbutter. Man merkt also, dass meine... sag nicht so, Digga. Kann sich trotzdem lohnen, weil die Rapper kriegen meistens Vorschuss, wie ich das schon fünfmal erwähnt habe. Also wenn du ein Rapper bist, der Minus macht am Anfang, irgendwann wird aber eine Firma kommen. Oder irgendein Label, die sagen, ey, er hat viele Aufrufe, bam, unterschreib mal bei uns hier, nimm mal deine 2 Millionen. Das ist schon bei sehr vielen Rappern passiert, ne? Warte, ich mache hier gerade Tam auf Rap-Experte an meiner Cam. Can, du bist YouTuber, chill. Du kennst dich nicht aus in dem Geschäft. Alles gut, entspann dich, Can. Okay, ich halt meine Frage. Meine Videos beispielsweise gegen einen etablierten Künstler, der hier ein Musikvideo rausbringt, einfach überhaupt keine Chance hat. Und das Ganze ist meiner Meinung nach halt einfach saumäßig unfair. Ja. Ich meine, ich verstehe YouTube halt nicht, warum sie nicht einfach eine eigene Trendseite für Musik rausbringen. Beziehungsweise gibt es... haben wir dieselbe Meinung, aber ist auch logisch. Das ja sogar. Es gibt den Unterpunkt Trends Musik. Allerdings werden die halt trotzdem noch mit in die normalen Trends mit... guck mal, das wusste ich zum Beispiel nicht, dass es noch extra einen Musikabschnitt gibt. Voila, jetzt bin ich aber lost. Einberechnet. Und wie gesagt, haben da normale YouTube-Creator einfach überhaupt keine Chance, weil Musikvideos eben sehr, sehr viele Vorteile bieten. Es ist ja auch so, dass Künstler momentan ihre Songs immer am Donnerstag um 23:59 hochladen. Und dann bleiben die über das ganze Wochenende drin, wo das triggert. Weil die Chartplatzierungen von Freitag 0 Uhr bis Donnerstag 23:59 gehen und man so halt wirklich die kompletten 7 Tage mitnehmen kann. Ich habe einfach mal an 2 zufälligen Tagen am Freitag Nachmittag in die Trends geguckt und habe einfach mal geschaut, wie viele Musikvideos da so vertreten sind. Locker am 30. Oktober 2020, ja, das Video ist halt schon ein bisschen länger geplant, waren es 23. Am Dezember, weil es ein gutes Video ist. 20 Stück. Davon übrigens auch die ersten 8 Plätze komplett und von den ersten 16 Videos waren 13 irgendwelche Lieder. Krass, Bruder, und das triggert halt, ne? Das habe ich jetzt auch schon 8 Mal gesagt, so, aber es triggert halt wirklich. Es nervt. Es nervt, Bro. Insgesamt sind in den Trends, wie gesagt, 50 Videos. Das heißt... Fun Fact, ich hatte mal ein Video, was auf Platz 2 in den Trends war, liebe Grüße an Marc Gebo an der Stelle. Das war das Video, wo wir 1 Million Uhren auf den... also Uhren im Wert von 1 Million Euro auf den Tisch gehauen haben. Und da war ich auf Platz 2. Warum? Weil UFO auf 1 war. Hanne, wenn er nicht auf 1 gewesen wäre, ich gönne ihm das, Bruder. Ihr wisst, Hanne, wir haben ja eine Vergangenheit, Matt, ich, UFO, ich war ja auch dabei, ich kenne ihn ja auch von früher, ich habe ja auch seine Musik damals gepusht. Ob ihr es nun mal glaubt oder nicht, es gibt Blogs von mir, wo ich deren ganz alten Musik höre von UFO. Das haben damals nicht so viele gemacht, also ich und Matt waren einer der Ersten so. Und ja, deswegen gönne ich ihm das, aber Hanne, ich hätte mir auch gern die 1 da gewünscht gehabt. War ich bisher noch nie, aber was nicht ist, kann vielleicht irgendwann noch werden, inshallah, warum nicht? Ungefähr die Hälfte war einfach voll mit Musikvideos und die Top-Plätze waren halt komplett belegt. Am 6. Dezember 2020 waren es 19 Videos. Auch hier wieder Platz 2 bis 8 nur Musikvideos. Platz 1 war das Haus von Monte, lustigerweise. Man sieht also hier deutlich, dass es als normaler Künstler quasi unmöglich ist, wenn du am Donnerstag ein geiles Video hochlädst, dass es am Freitag dann ganz weit oben in den Trends ist. Ja. Außer vielleicht du bist Montana Black, weil Musikvideos die Top-Plätze halt einfach unter sich ausmachen. Hier herrscht meiner Meinung nach also ganz klein Ungleichgewicht. Jetzt kann man natürlich auch sagen, aber es ist doch kackegal, wer welche Platzierung hat, es geht doch nur um Spaß oder geht's dir nur ums Geld? Ja, wir arbeiten und das ist unser Geld, auch wenn ihr es nicht als Arbeit sieht, das sind Videos, die wir produzieren und natürlich wollen wir Erfolg haben. Nein, natürlich geht es mir nicht nur ums Geld, aber YouTube okay. ist halt trotzdem ein Business und die Trendseite gibt dir halt eine gute Möglichkeit, neue Zuschauer zu erreichen. Außerdem sollte das System ja trotzdem halt irgendwo fair sein und nicht so, dass halt einige Künstler ganz klar den anderen vorgezogen werden oder die halt besser behandelt werden. Mhm. Das Lustige ist ja auch, dass mich diese Musik Videos eigentlich nicht mehr betreffen, weil ich mein Video erst am Freitagabend hochlade und nicht am Donnerstag. Mein Video würde also sowieso erst Samstagmittag oder Nachmittag in den Trends auftauchen und da sind die meisten Musikvideos halt sowieso schon wieder weg, weil man sich normalerweise in den oberen Trendplätzen so
einen Tag aufhält? Es kommt immer auf das Video an. Also ich hatte jetzt einmal seit langem wieder ein Video, was in Trends war. Obwohl doch, von meinen letzten drei Uploads waren zwei in den Trends. Einmal die Black Friday Werbung, die war in den Trends Platz 22 sogar tatsächlich, weil die wahrscheinlich kurz war und halt die Wiedergabezeit besser war. Das habt ihr euch ja Kuchen oder ich auch erklärt vorhin. Und das Video von Sonntag kam auch in die Trends am Montag. Aber es ist nun mal ein Unterschied. Ne? Jetzt kann man darüber streiten, ob die Trends einem was bringen. So, sag ich, wie ist es früher? Natürlich, jeder hat in die Trends geklickt und hat auch deine Videos geklickt. Es kommt immer an den Tag, es kommt auf den Tag drauf an, wann du in den Trends bist oder wo du dich in den Plätzen bewegst. Ich sag euch, wie ist es, wenn du in den Trends bist und Platz 20 oder 23 bist oder halt da unter der 20-Ebene, dann klickt keiner dein Video an. Die Leute drücken auf Trends und gucken, was ganz oben ist. Also es ist auf jeden Fall seltener, dass sie das klicken. Ist ja logisch, wenn du runtergestuft bist. So. Und dann kommt es auf den Tag an. Wenn mein Video zum Beispiel nicht am Montag in den Trends gewesen wäre, Platz 4 oder Platz 3, wo auch immer wir waren, sondern an einem Freitag, dann wäre es nochmal ganz anders, weil jeder ist zu Hause und guckt sich Videos an. Wisst ihr, wie ich meine? Also ich sage euch als langjähriger YouTuber, der Content kreiert, so, mittlerweile auch sehr viel auf Videos reagiert an der Stelle, abonniert diesen Kanal, ich liebe diesen Kanal, das ist unser Baby, den ziehen wir gemeinsam durch. Dankeschön an der Stelle, falls du noch nicht gemacht hast. Kann euch sagen, dass die Trends sich auf jeden Fall verändert haben. Früher haben die Trends mehr Klicks gegeben und ja, ich finde, ich habe jetzt nicht so den Klickboost bekommen, so. Jemand, der meine Videos guckt, der guckt sie wegen mir. Ich weiß, vielleicht liegt es auch an Deutschland so. Deutsche Zuschauer sehen den Kanaken in den Trends, wollen nicht draufdrücken. Viele geben mir dann auch ein Dislike, so einfach aus Prinzip, verstehe ich auch nicht so. Können die ja machen, das ist ja auch gut für meinen Algorithmus. Ob Like oder Dislike ist im Grunde eigentlich scheißegal so. Aber ja, ich weiß nicht, weil ich habe zig Videos gehabt, wo die nicht in den Trends waren und genug Leute geklickt haben, weil meine Zuschauer halt krank sind, so weißt du. Und die Videos werden ja auch so weiter vorgeschlagen. Deswegen, kein Plan. Natürlich, Trends ist immer geil, um ein neues Projekt zu pushen. Das ist auf jeden Fall stark. Also, ich habe mich sehr gefreut, dass diese Steigeinfolge in den Trends war, weil es ein sehr starkes Video war. Es ist halt scheiße, wenn so ein Challenge-Video in die Trends kommt und so ein qualitatives Video, also mit Message, nicht. Und deswegen war ich stolz so. Ich hätte mich auch gefreut, dass meine Vlogs, die ich mit Ozan aufgenommen habe, in den Trends gekommen wären, weil die hatten auch alle 200.000, 300.000 Aufrufe so. Nur eins kam in die Trends, so nur, guck mal, wie undankbar. Aber wenn man so überlegt, hatten die anderen Videos in der Zeit, wo das andere Video online kam, viel bessere Watchtime, viel mehr Likes, viel mehr Klicks und kam nicht in die Trends so. Und da ist man halt immer ein bisschen triggert so, aber, oder, auf die 50.000 Klicks mehr so, du hast deine Community, okay, chill. Aber es ändert halt nichts daran, dass das Schema und dieses System dahinter unfair ist. So. Und das, was halt was wichtig ist, so. Wisst ihr, ich meine? Das nächste, was ich halt überhaupt nicht nachvollziehen kann, sind einfach generell Videos, die in den Trends auftauchen. Nehmen wir zum Beispiel einfach mal vom 6.12. den 5. Platz. Das ist halt Wetter Online. Südalpen versinken im Schnee. Hat halt 1400 Bewertungen und 314 Kommentare. Ja, es liegt nur an der Watchtime. Es liegt nur an der Watchtime. Wahrscheinlich eine mega Watchtime, ja. Aber ich finde, das sollte halt nicht alles sein. Vor allem. Ja, doch, auf YouTube ist es nun mal so, Bro. Nicht nur Likes natürlich, die müssen auch potenziell am Start sein, aber nicht so hoch wie die Watchtime. Und ein Wetterbericht, Bruder, guckt man sich zu ändern, weil man wissen will, wie das Wetter ist oder was auf der Welt passiert ist. So. Man klickt ja nicht ein Nachrichtenvideo an, um zu klicken, ah, okay, es ist 3 Grad, ich mach jetzt aus. So, man guckt einfach, was auf der Welt abgeht. Und dann kann ich das schon verstehen. Vor allem geht das Video halt nicht mal 2 Minuten. Natürlich schauen die Leute das zu Ende. Du hast ja kaum Zeit, um wegzuklicken. Ja, Vor allem wird das Video halt auch nur so gut geklickt, weil halt Schnee in Europa was komplett Ungewöhnliches geworden ist. Nehmen wir einfach mal mein Video zu den Obdachlosen als Beispiel. Ja, ich weiß, sie sind nicht am selben Tag gekommen, da waren noch nicht dieselben Videos in den Trends und. Aber wir gucken uns das trotzdem einfach mal an. Das Video hatte nach einem Tag ca. 180.000 Aufrufe, 950 Kommentare und ungefähr 20.000 Bewertungen. Mhm. Also von allem deutlich mehr als das Video von Wetter Online. Aber weil das Video halt nur 1 Minute 14 geht und meins halt ein bisschen über 8 Minuten, ist halt mein Video einfach gar nicht in den Trends vorhanden. Ja, das finde ich auch unfair, das habe ich auch schon gesagt gehabt. Und ja, ich weiß, im Vergleich zu deren anderen Videos ist das halt schon irgendwo abgegangen, aber ganz ehrlich, ich meine, die laden so Videos hoch wie so läuft der Recruiting-Prozess ab oder die neue WLAN-Wetterstation. Ja moin, ich meine, natürlich kriegen solche Videos keine Klicks. Ich meine, ich kann doch jetzt auch 10 Kack-Videos auf KuchenTV hochladen und dann wieder ein normales Kuchen-Talks. Das heißt ja nicht, dass das Video dann krass abgeht, wenn ich... Aber ist für den Algorithmus ist es anscheinend so. Gut, wieder was dazugelernt. Ich mal ein paar Klicks mehr mache als im Durchschnitt, oder? Man darf hier auch nicht vergessen, dass es deutlich einfacher ist, ein Video bei 30.000 Abonnenten zu haben, was halt deutlich mehr Klicks als der Durchschnitt bekommt, weil du halt einfach noch gar keine so große Reichweite hast. Sie haben einfach fast das Vierfache ihrer Abonnentenzahl als Aufrufe. Wenn ich das machen wollen würde, dann müsste mein Video halt knapp 4 Millionen Aufrufe haben. Das ist dann doch eher unrealistisch. Das ist im Durchschnitt. Und überhaupt mal was zu Watchtime. Ich habe so ein 5 Sekunden Trollcake News mal hochgeladen und das hat einfach eine Watchtime von über 100%. Also ja, das ist sehr aussagekräftig. Zeitpunkt des Scripts ist zum Beispiel auf Platz 7 ein Video von Cheyenne Garcia. Cheyenne Garcia, man kennt ihn. 40.000 Aufrufe, 5.400... Das verstehe ich auch nicht, Bruder. Also no disrespect jetzt, ne? Aber mit 45.000 Aufrufen und mit 5.000 Likes, 160 Dislikes, 400 Kommentaren,
Platz 7 zu kommen, ist schon krass, Bruder. Respekt an den Bruder, viel Erfolg weiterhin auf YouTube so. Aber das ist wirklich nicht fair, wenn man unsere Reichweite damit vergleicht. Also unsere Videos haben alle 30.000, 40.000 Likes, Bruder. Über 200.000 Aufrufe, über 150.000 Aufrufe kommen nicht in die Trends, Bro. Also das finde ich auch nicht fair, Bro. Das ist nicht Missgunst. Natürlich, man soll jeden gönnen, aber ihr merkt, es ist nicht fair. Weil diese Leute dann geboostet werden und die Oldschool-YouTuber, die halt die Plattform zu denen gemacht haben, was sie sind. Um Gottes Willen, Bruder, ich bin nicht jemand, eine Legende ist hier, der für seinen Content berühmt geworden ist. Ich habe Leute gedisst, Alter. Aber trotzdem ist es nicht fair, Bruder. Es ist nicht fair. Hanne, wenn schon, Gleichberechtigung für alle. Weißt du, wie ich meine? Bewertung. Wisst ihr, wie ich meine, Chat? Einzelne Chat. Ah, seid ihr gleich da. Und 420. Entzugserscheinung, Bro. Mir geht's nicht gut. Kommentare. Hehe, 420. Nach 16 Stunden. Platz 7. Also ist das in ganz Deutschland das Video, was am siebtmeisten momentan abgeht. Wahrscheinlich. Oder ja, bei den Klicks und der Interaktionsrate. Platz 8 ist gerade Beauty X Vlogs. 88.000 Aufrufe, 6.000... Sehr stark, Bruder. 800 Bewertungen und 450 Kommentare. Auch nicht fair. Wallah, auch nicht fair. Wie gesagt, Platz 8. Lustigerweise geht Platz 7 weniger ab als Platz 8, aber das ignorieren wir einfach mal. Mein Cake News hat nach 20 Stunden 142.000 Aufrufe, 18.000... Und kommt nicht in die Trends. Der Klassiker. ...Bewertungen und 920 Kommentare. Und es ist halt nicht mal Platz 50. In welcher Welt trenden die beiden Videos, die ich eben erwähnt habe, bitte mehr ja, als mein Cake News? Kann mir das mal bitte irgendeiner erklären? In der Parallelwelt, in der Hölle. Okay. Egal wie man das halt dreht und wendet, es macht einfach überhaupt keinen Sinn. Außer die Watchtime ist halt das Einzige, was da einberechnet. Ja, ich glaube, das reicht doch an der Stelle. Kuchen, danke schön für das Video. Checkt auf jeden Fall sein Video ab, weil letztens hat er mich auf Instagram angeschrieben. Ich sage das jedes Mal. Das ist jetzt der neue Trigger. Immer wenn ich auf Kuchen reagiere, sage ich, dass ihr sein Video abchecken sollt und es verlinkt ist, weil Kuchen mag das nicht, wenn man ihn nicht verlinkt, weil er denkt, durch mein Video werden 20.000 Leute auf sein Video gehen und liken und abonnieren. Aber ja, das ist sein Ding. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ihr wollt, dass wir noch weitere Videos von KuchenTV uns angucken, vielleicht onstream, weil ich bin ja gerade noch gesperrt für 3 Tage auf Twitch, dann lasst diesem Video einen Daumen hoch und abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Dankeschön fürs Zugucken. Okay, tschüss!